Ja, erstmal Kompliment an Optik, wie sie aufopferungsvoll hier gefightet, gekämpft hat, mit erlaubten, unerlaubten Mitteln, aber man kann so weit gehen, soweit es der Schiedsrichter zulässt. Wenn wir so in der dritten Liga den Ellbogen benutzen würden, würden wir nie mit 11 Mann den Platz verlassen. Aber wie gesagt, Kompliment an Optik, wie sie aufopferungsvoll gekämpft haben. Hier hat man gesehen, wir haben das Spiel angenommen. Wir waren auch gut in der Partie drin. Wir waren nicht nachlässig. Wir haben versucht, nach vorne zu spielen. Es war schwierig, den Beton zu knacken. Hätte, wenn und aber, die Anfangsminuten, wenn da das Tor gefallen wäre, wäre sicherlich einfacher gewesen. Pfostenschuss, schönes Ding von Markus Müller. So wussten wir, das wird schwer. Und wie es so ist, man kann solche Standards schwer verteidigen, gut gemacht, und so läuft man 1-0 hinterher, baut den Gegner noch weiter auf. Und von daher war ich froh, dass wir zumindest erstmal den Ausgleich geschafft haben, dass wir dann am Ende noch eher mehr Körner haben, war mir auch klar, habe ich drauf spekuliert, aber solange es das Ergebnis gewesen ist, ist klar, dass eine unterklassige Mannschaft sich da reinwirft, alles gibt, um dieses Ergebnis noch auszubauen, zu halten, auszubauen. Und da haben wir uns verdammt schwer getan. Natürlich, wie gesagt, gehört auch immer ein Schiedsrichter dazu und dann so einen Einfluss nehmen da bei der roten Karte. Das ist natürlich in so einem Spiel ärgerlich. Dann, wie gesagt, dann wieder ein Ellbogen und Sergej musste raus, sodass wir mit 8 Mann dann das Spiel fortsetzen mussten. Das ist sehr schwierig gewesen und von daher bin ich froh, wie die Mannschaft aufopferungsvoll gekämpft hat, wie sie das Ding angenommen hat und wie sie das Ding nochmal gewogen hat. Und was ich immer sage, es ist schwer hier in Brandenburg, auch wenn wir Favorit sind. Jeder will uns schlagen. Wir müssen immer wieder Höchstleistung bringen und uns konzentrieren. Und das ist uns, glaube ich, heute gut gelaufen. Danke.